Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwarz Nuzlocke mit mir, dem Terminus. Yay, ich bin wieder da, nachdem ich 2 Folgen komplett damit verschwendet habe, nach einer TM zu suchen, die es nicht gibt. Aber gut, macht man eben mal. Plusseite, ich habe Bones trainieren können. Und das ist gut. Ich fühle mich super dämlich. Egal, was wir jetzt brauchen, ist ein Pokémon, das surfen kann. Und zufällig haben wir da eins. Es ist tot. Oh. Wir gucken einfach mal. Wir brauchen ja jetzt... Also wir können ein neues Pokémon fangen hier in der Nähe. Und ich hoffe einfach, das läuft gut. Ach ja. Wenn alle sterben, dann hat man ein kleines Problem. So, Pokémon bewegen. Wir könnten jetzt entweder die Leiche von Blaine dazu benutzen, übers Wasser zu surfen. Wieso habt ihr eure Items noch? Ich muss mal ganz kurz hier Grabräuber spielen. Ja, bitte. Du auch. Ja, die Scope-Linse. Nö. Ha, du hast kein Item, du bist ein Opfer. Oh. Okay. Ja, schön war's. Reise in die Vergangenheit. Nein, nee, wunderschöne, wunderschöne. Brrr. Okay. Du kommst mit, weil ich glaube, du kannst surfen. Auch wenn es ein etwas kleines Vogel-Pokémon ist, aber ganz ehrlich, damals gelb, rot, blau. Die Taubsis haben mich auch gut durch die Luft befördern können. Dann kann das Ding mich surfen. Mich surfen? Ihr wisst, was ich meine, auch wenn man das so nicht sagt. Egal. Go, Surfer, go, go. Papa Storch. Ach ja. So heißt du ja. Ich weiß nicht mehr, welches Wesen das Kackviech hat. Hier, Blutschrei, wirklich scheiße, ich hab Surfer. Brauche ich nicht. So. Hat du fein, Papa Storch, hat du fein. Pass auf. Welches Wesen hattest du nochmal? Bist du es wert, mitgenommen zu werden? Minus Init plus Spezialverteidigung ist eigentlich nicht zu schrecklich. Man muss aber zugeben, ich bin ein ziemlich, ziemlich faules Stück und werde dich sowieso nicht trainieren. Aber was hast du für ein Item? Nein, halt, du hast ein richtiges Item. Ist schon gut. So, 3 Minuten verschwendet, nichts gemacht. Gehen wir los, Pokémon fangen. Die ich dringend brauche. Aber lass mich ganz kurz aufs Kärtchen gucken. Ah, ich hasse das. Falsche Tasten drücke ich immer. So. Hier, P2-Labor und Route 18 und 17. Heißt das, wir können möglicherweise 3 Pokémon fangen? Das wäre großartig. Fucking. Das wäre großartig. Ja, taunte mich damit, dass ich auch meinen Yorklef hatte. Sehr nett, sehr freundlich. Du bist ja die AP nicht wert. So viel AP habe ich nicht, tut mir leid. Bist du leider nicht wert, mein Freund. Tut mir leid, aber ist so. Wo beginnt denn Route 17? Hallo? Ich kann nicht am... Ach ja, stimmt. Pokémon Schwarz und Weiß war ganz komisch, ich kann da nicht am Rand surfen. Warte, ich muss jetzt genau aufpassen. Wo beginnt die neue Route? Ich bin noch auf Route 1. Wenn ich da jetzt verkacke und deswegen das Pokémon nicht fangen kann, dann ist Kott. Dich will ich sowieso nicht. Level 15, dich will ich sowieso nicht. Komm bitte. Mach das jetzt nicht so spannend hier. Ich will einfach nur Pokémon fangen. Das ist alles, was ich will, okay? Bitte. Ich will doch nur durch die Top 4 kommen zweimal. Zugegeben. Ist ein bisschen größer der Wunsch, aber so ist das halt. So muss ich das machen. Ich bin immer noch auf Route 1, oder? Wenn nicht, dann werte ich das nicht, weil es hat mir das nicht angezeigt. Ich fange trotzdem Pokémon. Aber hier gibt es nur Barschuft. Ich will sowieso keine Elektroschwäche. Ich habe hier Bones und ehrlich gesagt, ich will nicht wieder ein Team zusammenstellen, das einfach richtig krass im Arsch ist bei einem Typen.
Alter. Ich weiß auch nicht, was ich klicken muss. Route 1, alles klar. Das sollte es auch von selber anzeigen, wenn ich die Route wechsle, aber ich vertraue gar nichts mehr. Oh, Stuff. Ja, Top Alter ist okay. Wie viele Pokébälle haben wir eigentlich? Mein Freund. Ja, Timerbälle haben wir genug. Hyperbälle 3, ja. Ja, gut. Alles klar, mehr wollte ich. Was? Ich drücke die falschen Knöpfe. Ich habe jetzt sogar extra meine DS hier nebenan gelegt. Ich spiele auf dem Emulator, um zu gucken, welcher Knopf ist wo. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Ich habe Angst vor dir. Ich habe schreckliche, schreckliche Angst vor dir. Wir skippen dich. Leck mich. Ich habe Angst vor den Trainern hier. Alter. Und, ich bin paranoid. Wann kommt die nächste Route? Wer bist du? Überall Leute. Ich bin immer noch auf. Achso, ja, durchs Gras. Ich dachte gerade. Ja, guck mal, ganz ehrlich. Nein, das wäre Species Claws. Alles klar, alles klar, alles klar. Du bist hohes Level, ich schmeichel dich. Ich bin schneller. Ja, okay. Ist niedrigeres Level bei 5 Leveln, aber ich dachte, ganz ehrlich, bei uns gegen Kukmada. Da dachte ich, Kukmada ist ein bisschen schneller. Habe ich einfach mal erwartet. Bitte keinen Superzahn jetzt. Ich hab dir doch deinen Spezialangriff schon erhöht. Ich wollte nicht auf Schwertern, so ähnliches gehen. Wäre schön blöd von mir. Ich verpiss mich. Tschüss. Ein Arsch. Super. Nee. Nein. Bitte geh wieder auf Psycho Plus, Mama. Ich gehe jetzt auf Schwertern, ich schwöre. Bist du dämlich? Ich habe Angst, dass das jetzt gleich eine Spezialattacke hat oder irgendwie sowas. Das ist super awesome. Weil dann wandelt es mich, weil es jetzt bei plus 2 Spezialangriff ist. So, bitte bleibt verwirrt und der Superzahn kommt nicht durch. Ich wiederhole, kein Superzahn. Leck mich. Ich finde dich in dein Gesicht. Wisst ihr, was ich hasse? Wenn Pokémon Superzahn können. Das macht einen einfach wütend. Weil ich kann mich jetzt wieder heilen wegen einer Attacke. Yay, Crit. Dum, dum. Ja, gut, Pokémon heilen, ne? Wegen einem dreckigen Kukmada. Weißt du, das war ein Kukmada. Du weißt schon, dass das scheiße ist. Das, was ich nicht trainieren will. So, ja, der letzte war verschwendet, glaube ich, aber... Komm ich hier auf die neue Route? Bitte, ich brauche Pokémon. Frau. Okay. Gib mir den Tem. Gib bitte. Ich brauche alles, was ich kriegen kann. Das ist eine neue Route, oder? Da ist was. Habe ich eine Angel? Habe ich eine Angel? Hilfe, nicht weggehen, warte. Ist mich verarscht, ich habe keine Angel. Kann ich hier rein surfen? Oder ist das dann weg? Das war ein Picolente. Ja, bitte. Ah! Marmolida! Ich habe Angst, dass ich dich umbringe. Ich wechsle mal auf Papa Storch und gehe auf den Surfer. Weil ich habe Angst, dass ich es umbringe. Hallo. Bitte kill nicht? Es hat Wasserdüse, das ist cool. Es hat Pfund, das ist uncool, aber das werden wir eben schon austreiben. Ihr ist eine feine Lady. Die ich jetzt fast gewillt bin, Lady zu nennen, aber wir haben schon Lady Donkey im Team, also. Na. Okay, einer geht noch, einer geht noch. Marmolida, das ist ehrlich gesagt ein Pokémon, das ich so nicht im Team hätte, wenn ich nicht so dringend Pokémon nötig hätte, die ich im Team haben will. Und es ist was Defensiveres. Das ist gut, oder? Bitte? So, jetzt kann ich dich easy mit einem Pokéball fangen. Mit einem Pokéball. Meisterball, los! Nein. Nein. Pokéball,
Level 12 ist niedrig, aber dann kommt halt die Trainingsfolge irgendwann. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich will die Top 4 machen. Zweimal. Ich werde diese Nuzlocke noch beenden, Leute. Und zwar ohne sie zu verkacken. So. Die spezielle Schleimschicht, die seinen ihren Körper umgibt, besitzt heilende Kräfte. Wie nenne ich dich? Irgendwas mit Love Disc Evolved oder so? Da. Pass auf. Das hat jetzt einen tieferen Sinn. Aha. Wo ist das B? Weil wenn du stirbst, ist mein Herz gebrochen. Mein Heartbreak. Meine Heartbreak. Goddammit. So, was kannst du? Außer sterben, weil du Level 12 bist. Wesen Solo, das ist... Das ist okay. Kaskade, Wasserdüse, das ist okay. Es hat Hydration. Da bringt mir gar nichts. Aber das ist okay. Dein Spezialangriff ist Kott. Das ist okay. Es hat zumindest nichts Behindertes. Wie, keine Ahnung, viel schlechter geht nicht. Hier, ich bring dir erstmal Surf vorbei. Alter, Knöpfe drücken, das ist eine Herausforderung für mich. Ich bring dir erstmal Surf vorbei. Und dann ist gut, dann können wir glücklich leben. Scheiß auf Nassmacher, weil... Leck mich, ich habe nicht wirklich eine Feuerschwäche gerade. Ich behalte gerade Pfund, ja? So schlecht ist das Set im Moment. Was kann ich Heartbreak noch beibringen? Kannst du Lichtkanone? Das wäre super geil gegen unexistierende... Feen. Strauchler, Kraftschub, Drachenrute, Kreuzschere, Eis... Rute. Dampfer ist... Worldwechsel wäre super awesome. Aber unwahrscheinlich. Ja, ich sehe Irrlicht und denke mir, ach. Siedewasser stimmt, Mama. Es kann Siedewasser. Papa Stoch kann auch Siedewasser, aber... Wir haben wieder ein Siedewasser-Pokémon. Es geht voran, Leute. Wasserring, du behältst Wasserring. Leck mich, ich bring dich auf Level 100. Wasserring bleibt. Dann kriegst du die Überreste, die es in dem Spiel anscheinend nicht gibt. So, Nitro-Darbung, Fassade, Folterknecht, Matschbombe. Das sind jetzt eigentlich spezielle Attacken gewesen. Das ist schlecht. Aber Kaskade kriegst du auch noch, oder? Alter, ich hasse... Wir sind Route 17. Jetzt kommt noch Route 18 und dieses P2-Labor. Ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Labor Pokémon gibt. Ja. Aber das ist doch egal. Picolente rettet den... Goddammit. Ich darf bloß keine Trainer herausfordern, weil die Wasser-Pokémon... Du wärst so viel cooler! Die Wasser-Pokémon wären ein Problem. Ganz ehrlich, ein Apoqualyp ist so viel cooler wäre es gewesen. Step Shadow Ball. Fuck! Da kann ich das nicht sagen. Aber wir haben einen Mamolida. Das ist okay. Das hält Sachen aus. Das hält speziell Sachen aus. Bones hält physisch Sachen aus. Bones kriegt den Beulenhelm. Ich leg mir hier schon so eine Taktik zurecht. So, komm her, du. Nein! Oh. Das ist was Gutes. Habe ich Schutzschild? Ne, darum kümmern wir uns später. Ich will jetzt erstmal noch ein Pokémon. Pokémon. Noch eins. Los, go. Nein, nein! Oh, oh. Was nur Mamolida? Jetzt hätte ich gerne meinen Toxi. Was nur Mamolida? Es ist nur ein Mamolida. Level 35. Ich will es ehrlich gesagt nicht schmeicheln, da habe ich unglaublich Angst vor. Ich fliege und gucke, was es kann. Bitte setz nicht Wasserring ein. Alles außer Wasserring. Ich kann in kein anderes... Aquavelle, okay. Ich kann in kein anderes Pokémon wechseln. Mein Mamolida ist Level 12. Nein, fuck. Es darf nicht Wasserring einsetzen. Es hat Weckruf, das macht mir gar nichts. Die Aquavelle kann mich verwirren. Perfekt! Das ist gut! Das ist gut! Jetzt macht die Aquavelle weniger Schaden! Und das hat keine Pflanzen- oder Elektroattacke. Schutzschild! Meinetwegen! Meinetwegen! Das war das ganze Set!
Weckruf macht mir immer noch nichts. Gleich hier, es ist immer noch neutral. Und Aquavelle macht mir jetzt weniger. Okay, Kampf gewonnen. Easy, GG. Da, guck. Macht mir gar nichts. Kann mich verwirren. Eigentlich, ich will das nicht. Okay, ich dachte schon. Ich hätte mich so aufgeregt, wenn das First Try. God damn it. Stell dich deinem Schicksal. Stell dich deinem Schicksal. Hier kommt die Aquavelle. Boah. Und jetzt gehe ich auf Fliegen wegen dem Schutzschild. Pass auf, ich mache jetzt voll den smarten Play. Er wird nicht Schutzschild einsetzen, oder sie? Das war kein Schutzschild. Wenn jetzt in der nächsten Runde ein Schutzschild kommt, der mich voll anarscht. Oh, gut. Wenigstens. Wenigstens gibt es mir das, ne? Oh, Überflutung. Bringt mir das was? Es bringt mir nichts, den Gegnern Wasser-Pokémon zu verwandeln. Allerdings, ich habe Eurosiden. Wenn ich mein Pflanzen-Pokémon trainiere, wäre Überflutung eine interessante Alternative. Aber wir sehen, die Pokémon hier sind Level 35 und Wasser-Pokémon. Ich darf nicht mit meinem mit Lady Donkey antreten. Und Bones, seht ihr, hat leichte Probleme. Klar, der Kampf ist easy win gerade für mich. Habe ich erwartet. Aber trotzdem, wenn jetzt ein offensiveres Pokémon kommt, habe ich ein Problem. Also, aufpassen, Freunde. Double Protect. Easy. Aber wenigstens hat er jetzt 25% Chance auf ein drittes Mal. Ja, danke. Ach, nö. Ich geh jetzt auf Fliegen. Geh auf dein Schutzschild. Du Hure. Ach ja. Weh, du gehst jetzt. Ach. Gut. Yay. Kampf gewonnen. Kampf gewonnen. Alles klar. Bam, Level up. Sehr schön. Ich habe echt Angst hier vor den Wasser-Pokémon. Die sind eigentlich nicht zum Spaßen im Moment. Wie viele Supertränke habe ich? Ein paar mehr, dann benutze ich jetzt die. Ja, zack. Heartbreak, du auch. Komm, du hast es dir verdient. Du bist Level 12 und kannst gar nichts, aber gut. Ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben ein neues Pokémon, das ich viel zu viel Hoffnung lege dafür, dass es Level 12 ist. Terminus raus. Bis dann.